Herzlich willkommen zurück, Freunde der schwarzen Himmelslande. Es ist endlich soweit. Black Skylands Vollversion ist draußen. Gut, die ist schon ein paar Tage draußen, aber ich kam vorher nicht dazu, mir das anzugucken. Ich bin großartig gespannt. Die Demo war ja klasse, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass die Entwickler die Demo irgendwann haben fallen lassen, weil da ja doch storytechnisch und balance-technisch und so ein paar grobe Schnitzer drin waren, meiner Meinung nach. Egal, jetzt hier die Vollversion, ich bin gespannt. Ich habe hier mal einen kleinen Rahmen drum gezogen. Oh, ich bin invertiert, einen kleinen Rahmen drum gezogen. Weil meine Wenigkeit und der Kollege da hinten ja immer so ein bisschen was vom Interface überdecken. Deshalb bin ich hier mit so einem kleinen Wolkenhimmel im Hintergrund geklatscht. Freunde aus der RPG-Maker-Szene werden das Bild vielleicht kennen. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet, ob das so okay ist, wenn ihr das so besser sehen könnt, oder ob ihr lieber das Vollbildspiel haben wollt, dann kann ich das gerne auch mal ändern. Ihr seht, Vorsitzende, ich habe schon mal kurz reingeguckt, um zu schauen, ob jetzt eine Controllersteuerung möglich ist. Es wird angeboten, mit Controller zu spielen, aber ihr seht hier, allein schon der Haken hat keinen Button und so, dann müsste das alles... Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich das irgendwann mal ein, aber heute bemühe ich mich mit der Tastatur ab. Genau, gespeichertes Spiel wird gelöscht. Egal. Wir schauen mal rein. Das gute alte Vaterschiff, kennen wir noch aus der Demo. Und es ist auf Deutsch, es ist auf Deutsch, so ein Traum. Und da ist Eva noch ganz klein. Mama, Mama! Eva, meine Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Nimm doch Platz, das Frühstück ist gleich fertig. Mama, Papas Schiff hat angelegt. Ich hab's mit dem Fernrohr gesehen. Papa ist zurück. Er hat's geschafft. Ich hab dir doch gesagt, dass er rechtzeitig wieder da sein wird. So jung und schon Augenklappe, was denn da passiert, ey? Ja, dein Vater ist im Wohnzimmer, aber er möchte nicht gestört werden, also... Papa, ich komme! Ah, da sind wir. Der kleine Pixel sind wir. Die Ansicht ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig immer noch, weil wir sehen das Ganze von oben. Aber das ist der Sinn hinter dem Spiel. Das werdet ihr noch sehen, falls ihr die Demo nicht geguckt habt. Richard der Versorger. Papa, du warst eine Ewigkeit weg. Mindestens 100 Jahre oder 200. Ich habe dich so sehr vermisst. Eva, hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass ich zu arbeiten habe? Alles Gute zum Geburtstag. So am Rande. Wo warst du? Was hast du entdeckt? Bist du bis zum Rand des Himmels geflogen? Hast du den Vater der Wale gesehen? Erzähl schon! Okay, die deutsche Übersetzung scheint noch nicht ganz hundertprozentig zu sein. So down, you'll find out everything later at the fair. But no, I've got a job for you. I left one box on my chip. Be a pet and run and get it. Alles klar, also komm mal runter. Das, was ich gesehen habe, das wirst du später auf dem Markt erfahren. Aber wo du gerade schon mal da bist, habe ich einen Job für dich. Ich habe eine Box auf meinem Schiff gelassen. Sei doch mal so nett. Geh da hin und hol die. Mach ich! Meine Schachtel, na schön. Admiral Richard erteilt Befehle. Captain Eva führt sie aus. Setz die Segel! Kein Ziel. Gelange mit Hilfe des Hakens zu Richards Schiff. Da scheint gerade kein Ziel. Achso, bestimmt, weil ich vorher kein Ziel hatte. Und wir haben den Haken. Genau, und das ist schon eins, das... Oh. Oh, wir können schon Dinge zerstören. Obwohl wir so klein und schwach sind. Ja! Und das ist halt schon... Oh, wir haben ihn hier. Jim, der Ingenieur. Meine zwei Hübschen, ich verstehe ja, dass sie ungeduldig sind. Was? Ich verstehe ja, dass sie ungeduldig sein. Oh Gott, die deutsche Übersetzung ist ja furchtbar. Seid. Aber je länger ihr mich von der Arbeit abhaltet, desto länger müsst ihr warten. Denise? Wieder? Hältst du ihn von der Arbeit ab? Du willst nicht mit mir reden. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt hier sieht so, ja, da ist ein Zelt. Man muss dann halt selbst gucken, ja, hier geht's wahrscheinlich rein, um dann Dinge zerstören zu können! Ja, aber es geht halt ja darum, die Black Skylands, die Himmelslande zu erkunden. Ich denke, wir sind jetzt hier einfach zum Tutorial. Können hier mit allen möglichen Leuten quatschen. Die Wissenschaftler erforschen Leviten, die Partikel, die es Inseln und Lebewesen ermöglicht zu fliegen. Wenn ich das richtig verstehe, ändern diese Partikel die Masse anderer Partikel und man findet sie normalerweise weiter oben oder unten als da, wo die Menschen leben. Das klingt ja spannend. Ich bin ein Kind, ich verstehe das nicht. So, holen wir mal die Box. Naja, da müssen wir halt. Also, Franz Hackens gibt von der Seite wäre gut. Oh, die mysteriöse Kiste aus dem Schiffsladeraum. Mysteriöse Kiste. Genau, das war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss halt mit der Maus auswählen und dann eine Taste drücken, damit sie die Kiste nimmt. Okay, ja, die sollen wir. Ach, da wohnen wir.
Die sollen wir hier reinbringen und ja. Sprich mit Richard. Oh mein Gott, mach doch sowas nicht. Oh. Eva, das ist ein Geschenk für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Eine Knifte? Alles Gute zum Geburtstag, meine Tochter. Oh, was ist das? Eine Pistole? Wie von einem echten Piraten? Du würdest nicht glauben, wie schwer es war, sie zu bekommen. Niemand in ganz Aspia besitzt noch so eine Pistole. Danke, Papa. Können wir jetzt spielen gehen? Du kannst mein Bootsmann sein, so wie früher. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss mich auf den Jahrmarkt der Erfolge vorbereiten. Warum hilfst du mir inzwischen nicht, Eva? Ich habe Aaron gebeten, mir Beeren für die Torte zu besorgen, aber dein Bruder ist noch immer nicht zurück. Wahrscheinlich spielt er mit den Jägern. Frag doch Onkel Kane. Vielleicht hat er ihn gesehen. Dann kann er dir auch gleich den Umgang mit deiner neuen Pistole beibringen. Alter, wie alt sind wir, dass wir eine Pistole geschenkt bekommen? Großvater Oswald, bist du auch gekommen? Nee, du bist auch gekommen. Oh, natürlich, meine liebe Enkelin. Wie könnte ich deinen Geburtstag vergessen? Hier ist dein Geschenk. Wie toll, eine Motte, eine lebendige Motte. Sie ist so niedlich. Danke, Großvater. Toll, eine Motte. Danke, hast du sie in deinem Schrank gefunden, oder was? Ich finde, du bist alt genug für eine eigene Motte. Sie heißt Luma. Luma, du bist einfach toll. Wollen wir spazieren gehen? Ich glaube, Luma hat ja gesagt. Sprich mit Kane. Pistole. Geil. Wir kriegen eine Pistole zum Geburtstag. Wir schießen bunte Munition. So witzig. So, jetzt seht ihr da unten endlich mal dieses Munitionsding, Gekröse und wie lange sie zum Nachladen gebraucht hat. Zumindest in der Demo. Ich bin gespannt. Die Motte. Zum Objekt nehmen, gehe heran, drücke E. Ist aber kein Objekt, das ich nehmen kann. Bestimmt habe ich es schon zerstört von. Na egal. Oder es war das. Ich glaube, wir können einfach noch nichts nehmen, weil wir noch zu schwach sind. Die Motte konnte uns irgendwie. Also, die bringt uns zu unserem Schiff zurück, wenn wir sterben. Und der Kane. Ich weiß nicht, ob das derselbe Kane ist. Das war so einer mit dem Stahlkiefer. Der war der Bösewicht in der Demo. Aber es wurde in der Demo schon gesagt, dass die Story nicht mit der Story von der Vollversion übereinstimmen. Das ist Kane. Kane der Jäger. Crash. Was hast du denn da, kleines Fräulein? Eine Spielzeugpistole? Soll ich dir mal eine echte zeigen? Eine, mit der man Leuten wehtun kann? Ist ja nett. Crash, du machst der Kleinen Angst. Das ist er. Das ist der Kane. Du machst der Kleinen Angst. Geh mir aus den Augen, bevor ich die Geduld verliere. Und denk mal über dein Verhalten nach. Bitte entschuldige meinen Kameraden, Eva. Er ist ein Narr und ein kranker Mann. Verschone ihn. Verschwende deine Kugel nicht an ihn. Oder schießt deine Pistole gar nicht. Doch, ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, wie. Sie ist toll, nicht wahr? Papa hat sie mir geschenkt. Onkel Kane, bringst du mir bei, wie man sie benutzt? Ha. Und seit wann bin ich dein Onkel? Meine Mama hat gesagt, ich soll dich ab jetzt so nennen. Du bist doch der Anführer der Jäger. Tja, wenn Lauren das sagt... Lass mal sehen. Sieht wie eine ganz normale Pistole aus. Nimm einfach dein Ziel ins Visier und dann drück den Abzug. Ganz ruhig, versuch's mal. Wow! Ein Glück ist der Jäger, sonst hätten wir das nicht wissen können. Auf was soll ich denn schießen? Drücke zum Feuern, ja. Und ihr seht hier... diese zwei Balken, ne? Jedes Mal, wenn ich schieße, das ist quasi so der Rückstoß. Jedes Mal, wenn ich schieße, gehen die weiter auseinander. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, wo die Kugeln einschlagen, mal ein bisschen geringer. Also ist das mit der Präzision. Kein Ziel. Sprich mit Kane. Warum steht da kein Ziel? Ich glaube, das ist auch ein Übersetzungsfehler. Okay, ich habe geschossen. Wer ist ein hübsches Vögelchen? Wer ist ein ganz kluger? Du bist das. Ja, du, mein ganzer Stolz. Sino, mein gefiederter Freund, ist auch stolz auf dich. Dein Falk ist so groß geworden, so stattlich. Danke, Eva. Du bist die geborene Schützin. Im Ernst. Das eine Auge sieht schärfer als zwei, wie? Pass gut darauf auf, wenn du nicht als erste blinde Scharfschützin in die Geschichte eingehen willst. Weißt du, ich habe dieses Jahr ein Ausbildungslager für junge Krieger wie dich eröffnet, in der Nähe des Tals der Zimmerleute. Dann ist Aaron wahrscheinlich zu deinem Lager geflogen. Dein Bruder hat sich schon wieder aus dem Staub gemacht? Ach ja. Stimmt, der hat mich gestern über das Lager ausgefragt. Das bedeutet nichts Gutes für meine Jungs und Mädels. Willst du sie nicht retten? Klar, wir müssen nur erst Papas Schiff zusammenfliegen. Ich laufe gleich zu Onkel Jim. Okay. Oh, sag bloß. Wir werden hier als Kind auch noch gleich... Ach, guck mal, wenn wir eine Rolle machen, dann geht auch unsere Präzision auseinander. Macht ja Sinn, weil wir ja dann erstmal uns orientieren müssen.
Da ist Onkel Jim, der Ingenieur. Herzlichen Glückwunsch, Eva. Wie geht's deinem Papa? Vor fast genau einem Jahr verschwindet er. Alle sind krank vor Sorge und dann taucht er wieder auf. Genau rechtzeitig zum Jahrmarkt. Hallo, Eva. Was hast du da? Eine Pistole? Ernsthaft? Zeig mal her. Ich weiß nicht, was das alte Schlitzohr Richard diesmal mitgebracht hat, aber ich sehe, wie seine Augen leuchten. Ich habe das Gefühl, die Uznia werden in diesem Jahr nicht mit unserem Jahrmarkt mithalten können. Onkel Jim, kannst du mich ins Jägerlager bringen? Papa hat mir erlaubt, sein Schiff zu nehmen. Es müsste allerdings erstmal... Hat er gar nicht! Es müsste allerdings erstmal repariert werden. Gut, klar, lass mich nur erst meine Arbeit zu Ende bringen. Komm später wieder. Eva, darf ich deine Pistole zerlegen? Ich setze sie auch wieder zusammen. Versprochen. Elsie, Mädchen, vielleicht solltest du mir das Reparaturset geben. Dann kann ich das Schiff selbst reparieren und losfliegen. Was meinst du? Du spinnst doch, Eva. Papa wird furchtbar böse sein. Erst ist er böse, dann vergisst er es wieder. Ach komm, was wäre ein Leben ohne Abenteuer? Fliege direkt hin und sofort wieder zurück. Niemand wird es bemerken. Na schön, aber sag es bloß nicht, Papa. Hier. Ha! Platziere das Reparaturset im Laderaum des Schiffs. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Spiel so cool finde. Ich mag Spiele... Moment, wir haben es nicht mitgenommen, ne? Nee, es muss da irgendwo liegen. Ich mag Spiele, die einfach mal Abenteuer sind. Ne? Ich mag auch Spiele, die eine richtig tiefe Story haben. Und ist es denn? Das Reparaturset. Müsste es ja eigentlich irgendwie haben. Oder habe ich es schon im Inventar irgendwie? Und ich sehe es nur gerade nicht. Ich mag auch Spiele, die... Ja, wir haben es. Ah, aus dem Lager. Aus dem Lager des Vaterschiffes haben wir das genommen. Genau. So, es geht zurück. Und reparieren. Tack, 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 tack. Kein Ziel, sprich mit Elsie. Ich mag auch Spiele, die eine richtig tiefe Story haben und wo es auch mal richtig um was geht. Ach, da steht sie schon. Aber ich mag auch Spiele, die einfach nur sagen, die Welt ist schön. Aber wir gehen jetzt auf Abenteuerreise. Sowas ist auch einfach mal großartig. Ohne die Last von irgendeinem welterdrückenden Plot einfach mal spielen, einfach mal Spaß haben. Das ist es ja, worum es eigentlich gehen sollte, ne? So. Ich werde zu Borbans Forstlager fliegen und nach Aaron suchen. Mama meinte, er sei dorthin geflogen. Hä, ich dachte, er ist zum Megalager geflogen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wahrscheinlich ist der Treibstofftank des Schiffes leer. Du solltest einen Zwischenstopp an der Tankstation einlegen. Alles klar, danke Mädchen. Wie sie halt raus hat, so, ja, danke Mädchen. Girl! So. Ah ja, seht ihr das auch alles, was wir beim letzten Mal nicht gesehen haben. Schiffsgesundheit, klar, Reparatur ist jetzt... Oh, das ist gut. Null. Schiffsmunition, null. Kraftstoff und Tachometer. Tachometer muss auch neu sein. Okay, Space gedrückt halten. Genau. Und das ist mega. Hier können wir die Kanonen so ein bisschen ausrichten, aber wir haben keine Munition. Oh Gott, ich dachte gerade, ich mache den kaputt, aber... Das sieht mega aus. Das sieht mega aus. Mit den Schiffen da unten und so. Das war in der Demo alles nicht gewesen. Dass da unten noch viel mehr andere Schiffe sind. Das sieht ja Hammer aus. Mit den verschiedenen Ebenen und so. Total cool. Ja, genau. Wir nehmen jetzt hier so einen Tank mit. Und da mit denen gehen wir an die Station. Und füllen das auf. Und ihr seht, da oben... Mein Arm ist zu kurz. Das kostet uns alles Edelsteine, von denen wir schon welche haben. Und niemand... Stellt das in Frage. Jetzt gehe ich hier hin und fülle den Tank wieder auf. Und dann bin ich runtergefallen. Und dann gehe ich wieder zurück und fülle den nochmal. Damit wir einen vollen Tank denn im Schiff haben. Und ich kann es jetzt schon nicht erwarten, ein größeres Schiff zu bekommen, weil ich hier immer mal wieder irgendwo hängen bleibe und runterfalle. Habt ihr das gesehen? So. Mann, sieht das geil aus. Ich liebe ja so Pixel-Art-Spiele. Aber hier haben sie nochmal richtig ein aufgelegt. So, können wir schon. Hier das Menü können wir noch nicht öffnen. Weil sonst war hier alles voll mit Gegnern. So elendig viele Gegner und Luftminen und sonst was. Es war so voll mit Gefahren. Stopp! das ist schon anstrengend, wa? In der Demo. Das Einparken ist nicht so meine Stärke. So. Ah, da müssen wir runter.
So, da sind Edelsteine. Jawohl! Was ist das? Ach, das ist ein Typ. Ja, von oben sehen die manchmal nicht so aus, als wenn das wirklich Menschen wären. Sie sahen wie aus wie ein Rucksack. Junge, Mädel! Noch eine junge Versorgerin, die mit ihren Fähigkeiten prahlen will? Bis jetzt konnte niemand meinen Rekord schlagen. Dein unerschütterlicher Bruder ist auch hier. Er hat versucht, den Test inkognito zu durchlaufen. Dieser miese Kleine ist in eine Kiste gestiegen und hätte es fast bis zum Ende des Tests geschafft. Aber der Junge war zu groß und blieb in der Kiste stecken. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, ihn rauszuziehen. Wenn du den Test hinter dir hast, nimm ihn mit zum Vaterschiff. Sollen sich die Ingenieure dort den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihn da wieder rausbekommen. Dein Test beginnt. Setz all deine Fähigkeiten ein, Eva. Du wirst mich dennoch nicht schlagen. Das stimmt mit dir nicht. Was bist du für ein aggressives Vibe? Also, hier gleich anzukommen, ich bin keine Ahnung, wie alt bin ich? 10? Und du kommst an, du scheiß Mädel, hier, mach den Test und wenn du den bestehst, kannst du vielleicht noch deinen Bruder retten. Aber auch nur die Kiste. Sollen sich Ingenieure einen Kopf machen, wie er da rauskommt? Was soll ich überhaupt machen? Was ist überhaupt der Test inkognito? Klingt ja so, als wenn man irgendwie unerkannt bleiben soll. Zum Abfeuern des Hakens, naja. Moment. Ne, nach da hinten komme ich von hier aus zumindest nicht hin. Da war auch noch eine Kiste. Für eine größere rechte Rolle über die Clip Space. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Fuck. Oh nein. Wir kriegen später auch noch ein Messer. Jawoll, ja. Was bist du? Erhöht 90 Sekunden lang die Gesundheitsregeneration. Ah, erhöht? Wir haben eigentlich grundlegend keine. So, Rolle, Space und Kuh. Wir können ihn ausweichen durchs Rollen. Roly-poly! Sehr gut, drücke F für Nahkampfangriff. Ach, die haben das Messer doch schon. Ah, nee, wir schlagen mit dem Haken zu. Genau, die... Ah! Ah, jetzt bin ich doch getroffen worden. Die sind relativ gut, die Nahkampfangriffe. Die muss ich mir noch auf eine Maustaste legen, weil mit F finde ich sehr, sehr unumgänglich. Eva, ich bin hier in der Kiste. Ich hätte es fast bis zum Ende des Tests geschafft. Ich war unsichtbar und unaufhaltsam. Naja, ich stecke allerdings in dieser Kiste fest. Kannst du mich zu Onkel Jim, den Anführer der Ingenieure, bringen? Ihm wird sicher etwas einfallen, wie er mich hier rauskriegt. Meine Beine schlafen ein. Ja, kriegen wir hin. So, gut. Da unten ist auch noch einer. Von dem steigen wir uns an und dann hauen wir ihn richtig um. Was? Was? Ziele? Ah ja, gut. So. Ernten, Aaron. Okay, wir haben Aaron geerntet. Wir schleppen unseren Bruder jetzt durch die Gegend. Na klar. Ich glaube, wir sind älter, als es den Anschein gemacht hat. Also den Anschein macht für mich. Ich glaube, wir sind irgendwie, keine Ahnung, 17 oder so. Anders ist das storytechnisch nicht vertretbar. Naja. Und mit Aaron. So. Aber die Gegend kennen wir auch noch von der Demo. Da mussten wir anfangs mal Holz holen. Was nu? Bringe sie zu fangen. Da ist Aaron. Ich werde gleich mit dir reden. Ist das Blut? Hat der junge Versorger beschlossen, einer von uns zu werden? Ha. Nur Farbe. Das war eine Enttäuschung. Hast du deinen Bruder gefunden? Schieb ihn in den Laderaum und flieg nach Hause. Jetzt sind die echten Profis mit dem Training dran. Das ist jetzt sowas von unsympathisch. Alter Schwede, ey. So. Hopsen können wir mit Kisten in der Hand nicht. Aber wir können halt den Enterhaken benutzen. Und ich weiß noch, in der Demo gab es auf dem Vaterschiff Geschütztürme und die habe ich dann auch auf mein Schiff geladen. Weil wir können Kisten zwar auch einfach auf das Schiff oben drauf legen, dann wird es aber sehr schnell sehr eng und schwierig. Aber man kann alles mögliche in das Lagerschiff halt reinpacken, als Vaterschiff, ja. In den Lagerraum reinpacken und dann halt immer wieder rausholen. Aber ich sehe keine Geschütztürme. Ah!
Waren bewegen. Über das Interface kannst du Ressourcen zwischen dem Laderaum des Schiffs und deinem eigenen Lager hin und her bewegen, solange sich dein Schiff in der Nähe des Lagers befindet. Den Tipp, der kommt auch viel zu spät, weil das haben wir so schon gemacht, weil wir nämlich das Reparaturkit ja so aus dem Lager in das Schiff boxiert haben. Aber gut zu wissen jetzt, dass es auch andersrum geht. Würde ganz gerne einfahren. Wie war gerade der Schub weg? Schon, ja. Stabil, sauber eingepackt, würde ich sagen. So, und hier. Aaron, ey. Oh, das war's schon. Wir haben ihn verschoben und hier kommt direkt eine Cutscene. Aaron, wie bist du da überhaupt reingekommen? Hallo, Onkel Jim. Die meisten Leute unterschätzen Kisten. Du als Anführer der Ingenieure verstehst das sicher. Überleg doch nur mal, wie viele Leute man in Kisten gleichzeitig befördern könnte. Weißt du, wenn ich groß bin, werden alle Leute so reisen. Ha! Du bist ein witziges Kerlchen, Aaron. Na schön, dann wollen wir dich da mal aus der Mistling-Lage befreien. Ich glaube, er haut einfach nur drauf. Wir reiben dich mit Motoröl ein, dann springst du raus wie ein Korken. Mach die Augen zu und den Mund. Also wenn die ranzoomen, ist die Grafik echt nicht schön. Aber ich mag diesen farbenfrohen, fröhlichen Pixel-Look. Ich finde das traumhaft. Ich spiele auch ganz gerne düstere Spiele, aber einfach mal nebenbei. Einfach so was Kunterbuntes ist doch toll, ne? So. Richard, der Versorger. Schätzchen, du kommst genau recht. Ich möchte den Anführer der Fraktion meine Entdeckung präsentieren. Oder möchtest du noch ein wenig herumspazieren, bis alle da sind? Naja, ich bin schon genug herumgelaufen, glaube ich. Oh, jetzt regnet. Ich glaube, Elsie, ist das unsere Schwester? Oder was? Nee. Onkel Richard, also ist sie die ist die Tochter vom Ingenieur, genau. Papa, was hat Onkel Richard mitgebracht? Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Elsie, bleib bei mir, kleine Extratour. Keine Extratouren mehr. War irgendwie gerade bei Extrahieren. Kommandant Elton. Alles bereit, du kannst beginnen. Endlich. Ruß die Wissenschaftlerin. Meine lieben Freunde, jede Entdeckung erfordert eine lange Suche und viele Opfer, aber dazu sind Versorger bereit. Wir leben für das Morgen. Das mit diesen Versorgern, das ist hier noch nicht erklärt worden, aber in der Demo wurde halt gesagt, dass es ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Land hier heißt, aber in den Skylands drei große Fraktionen gibt. Die Ingenieure, die halt alles Mögliche bauen, die Wissenschaftler, die halt alles Mögliche erforschen und die Versorger, die alles am Leben erhalten. Wir sind hier auf dem Vaterschiff der Versorger. Das heißt auch Richard der Versorger. Ne? Nur mal so als kleines Backup. Falls, ne, man muss nicht sein, dass es jetzt hier auch genauso ist. Vielleicht gibt es hier jetzt mehr Fraktionen oder so, weil wie gesagt, bei der Demo wurde gewarnt, die Story ist nicht unbedingt die gleiche wie in der Vollversion. So, Versorger, wir leben für das Morgen. Für den durchschnittlichen Menschen ist das, was ihr gleich sehen werdet, schwer zu begreifen. Bis jetzt habt ihr den Zustand seliger Ungewissheit im Zustand seliger Ungewissheit gelebt. Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, um sich davon zu verabschieden. Selige Ungewissheit. Noch seliger wäre ich, die dummen Gesichter der Idioten aus Uznia zu sehen, wenn wir ihnen die neueste große Entdeckung Aspias präsentieren. Ich glaube, in Aspia gibt es diese drei Fraktionen. Ich interessiere mich mehr für Wissenschaft als für Politik. Dürfen wir das Objekt jetzt untersuchen? Wie ungeduldig. Na dann, willkommen in der Zukunft. Was ist das? Wo hast du dieses Monstrum ausgegraben? Ist es gefährlich? Es ist eine Probe des Schwarms. So habe ich die Spezies benannt, die im ewigen Sturm lebt. Diese Ländereien waren uns lange Zeit verborgen. Ja, es wird auch erzählt von einem ewigen Sturm, wo man nicht hin kann. Weil wir sind ja im Himmel, es gibt kein richtiges Festland, gibt nur so fliegende Inseln. Und es gibt so einen ewigen Sturm und 1, 2, 3 Länder oder so. Finde ich schade, dass hier im Intro nicht nochmal drauf eingegangen wird, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Diese Ländereien waren uns lange Zeit verborgen. Aber ich und meine loyalen Versorger konnten in den Sturm vordringen. Wir entdeckten ein außergewöhnliches Ökosystem. Vor euch seht ihr einen seiner Bewohner. Wir nennen ihn Linga. Sein Aussehen ist furchterregend, zugegeben. Aber er ist eine friedliche Kreatur und außerdem steht er unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln. Solche Krallen haben nur Raubtiere. Vertraut dem Instinkt eines Jägers. Elsie, bleib hinter mir.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Linga das Gras des ewigen Sturms gefressen. Was? Wie Linga das Gras des ewigen Sturms gefressen hat. Davon habe ich auch Proben mitgebracht. Er ist kein Fleischfresser. Er ist nicht aggressiv. Er sieht aber echt gefährlich aus irgendwie. Das werden wir sehen. Ich kann es kaum erwarten, bis wir beide mit unseren gemeinsamen Experimenten beginnen können. Lass dich mal näher ansehen. Ist verrückt? Bleib weg von ihm! Mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Kreatur gefährlich ist. Ist das Aaron? Komm schon, Onkel Kane. Dieses lustige kleine Wesen? Oh, ich ahne Böses. Oh mein Gott. Na! Aaron! Stirb, Monster. Kane mitgetroffen. 7 Jahre später. What? What? Was zur Hölle? Jetzt haben wir wieder 2 Augen? Wie ist denn das passiert? Bedrückt halt einen Sarg fertigstellen. Dann was? Ich denke, das ist der letzte Sarg für heute. Sprechen wir durch. Oh, was ist. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wa? Kann man das reparieren? Wir haben kein Altmetall. Boah. Was ist hier los? Hey, Richard. Hey, Paps. Papa, die Särge sind bereit. Heute haben wir viele Menschen verloren. Eltern, Freunde, Kinder. Seit 7 Jahren haben wir nichts als endlose Finsternis. Aber das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Wir kämpfen weiter für unsere gefallenen Kameraden und für die zukünftige Generation Aspias. Der Himmel ist immer hungrig. Der Himmel ist immer hungrig! Der Himmel ist immer hungrig. Boah, ich krieg grad ein bisschen Gänsehaut. Langsam werde ich zum Experten für Trauer reden. Ich bin es so leid, Menschen zu verlieren. Als hätten wir nicht genug Probleme mit dem Schwarm, spielen jetzt auch noch Kains Falken verrückt. Bald kommen bessere Zeiten. Ich denke, du solltest dich jetzt ausruhen. Das war ein langer Tag. Wahrscheinlich. Hey, Kains Falken kommen in diese Richtung geflogen. Sie wollen beenden, was sie begonnen haben. Schnell, versteckt die Kinder im Laderaum und dann zu den Waffen. Keine Panik, ich werde den Falken die Stirn bieten. Also man kann ja jetzt heran assoziieren, was da jetzt passiert ist, ne? Dieses Vieh hat halt Aaron angegriffen, Kane hat sich dazwischen geworfen und der Commander, wer auch immer das war, ich denke mal der Anführer hier von dem Schiff oder so, wollte das Monster erschießen, hat dabei aber Kane getroffen. Wahrscheinlich ist Kane sauer. Weil wir kennen ja aus, Kane war in der Demo halt mit seinen Falken die Antagonisten, die Bösewichte, gegen die wir gekämpft haben. Und wahrscheinlich war das so der Anfang dafür, für diese Geschichte. Aber wenn er jetzt halt sagt, die Monster aus dem Sturm kommen, dann ist ja wahrscheinlich mehr passiert in den 7 Jahren. Finde ich vom Storytelling jetzt ein bisschen arg, aber vielleicht kommen wir auf diese ganzen Punkte noch zurück. Vor allem haben wir jetzt 2 Augen. Wie ist das passiert? Wow, ja, ich glaube, das kennen wir so schon so ein bisschen. Ja, in der Falke, ja genau, hat der schon so einen Roboterarm. Mein herzliches Beileid. Tut mir leid wegen des Missverständnisses zwischen Kanes Falken und den Versorger. Missverständnis? Eure Miliz hat die Haubitze auf das Vaterschiff abgefeuert, die du gegen den Schwarm einzusetzen geschworen hast. Menschen sind gestorben!
Deswegen bin ich gekommen. Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte keine Toten. Genau wie du, Richard. Ich bin ein Hüter der Ordnung. Kein Mörder. Wir haben gerade ein Dutzend Särge auf die letzte Reise geschickt. Was bist du, wenn nicht ein Mörder? Ich... Leider lassen mich meine Leutnants manchmal im Stich. Bisweilen missachten sie ihre Befehle. Aber ich gelobe den Bewohnern Aspias, dass ich keine Disziplinlosigkeit mehr zulassen werde. Lieutenant Mord, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Mord muss sich entschuldigen, weil er mit dem Schiff der Versorger gespielt hat. Mord verspricht, das nicht mehr zu tun. Oh Gott. Guter Junge Mord. Und damit du dein Versprechen nicht vergisst, warten in Fort Kane 3 Dutzend Peitschenschläge auf dich. Nein, bitte nein! Tut ihn ab. Kommen wir zu dir, Richard. Ich weiß von deinen Plänen, zum ewigen Sturm zu reisen, und ich bin hier, um dich davon abzuhalten. Lass es sein. Willst du damit sagen, wir sollen untätig warten, bis uns die Monster verschlingen? Nicht mit mir. Im Sturm finde ich gewiss etwas, das sich gegen den Schwarm verwenden lässt. Ich muss so schnell wie möglich aufbrechen. Du änderst dich nie, Versorger. Du spuckst auf uns und führst dich auf wie ein Held. Aber damit machst du es mir nur schwerer, die Menschen in Aspia zu beschützen. Denk daran, Richard. Ich behalte dich im Auge. Und lieber zerstöre ich das Vaterschiff, als dass ich dich davon segeln lasse. Meine Familie hat dich immer als einen von uns betrachtet. Und so dankst du es uns. Du hast mich und meine Kinder zu Geiseln gemacht. Deine Kinder sind in Sicherheit. Ich gebe dir mein Wort als Falke. Ich will nicht, dass Eva oder Aaron etwas zustößt. Ich will dich nur vor einem Fehler bewahren. Vor einem Fehler? Der größte Fehler wäre es, wenn wir uns alle wie verschreckte Tiere in eine Ecke kauern und gegenseitig auffressen würden, während wir auf den Tod warten. Und mit verschreckt meinst du wohl mich? Tja. Kane, was für eine reizende Überraschung. Ich habe dich nicht so früh am Morgen erwartet. Wo du schon mal hier bist, möchtest du mir nicht mit der Vorbereitung für Evas Geburtstag helfen? Oh, Gottes Willen. Ich kann kaum glauben, dass mein kleines Mädchen schon 11 wird, wie die Zeit vergeht. Was? Die Textbox gehört bestimmt woanders hin. Wir sind jetzt keine 11 Jahre. Ich denke, wir waren. Weil, wenn wir jetzt 11 werden, 7 Jahre nach dem Vorfall, dann waren wir ja damals 4. Und das wage ich zu bezweifeln. Lauren, komm zu dir. Deine Tochter ist 18. So macht's Sinn. Danke, Kane, dass du es aufgeklärt hast. Ich habe Eva losgeschickt, um nach Aaron zu suchen. Der Bengel hat sich wieder mal durch die Wolken verdrückt. Gott, sie hat wahrscheinlich einen richtigen Knacks weg vor dem Vorfall vor 7 Jahren. Bitte, Kane, hilf Eva, wenn sie mal zu dir kommt. Und komm öfter mal vorbei. Ich trinke jederzeit gerne eine Tasse Tee mit dir. Ich... Natürlich, Mrs. Miles. Es wäre mir eine Ehre. Richard, ich hoffe, wir haben einander verstanden. Ich lasse Lieutenant Crash hier, nur falls du vergisst, was ich gesagt habe. Also die Falken scheinen krasser zu sein von der Organisation, als ich vorher dachte, wo wir auf diesem Trainingsgelände waren. Lauren will Kanes Verruchtheit nicht sehen, Eva. Mit deiner Mutter ist etwas kaputt gegangen und es will einfach nicht wieder heil werden. Aber es ist nicht für immer. So viele Jahre sind bereits vergangen. Manche Wunden kann die Zeit allein nicht heilen, meine Tochter. Oh Eva, fast hätte ich's vergessen. Großvater Oswald sucht nach dir. Der alte Mann hofft immer noch, wenigstens ein Familienmitglied beibringen zu können, wie man Felder bebaut. Oh je. Ich finde den Charakter... Ja, toll, da steht er. Oswald sucht nach dir. Ja, wo ist er denn? Kann er nicht selbst reden? Ist er doch. Ich finde die Figur von Kane gerade viel besser dargestellt, viel nachvollziehbarer, was seinen gewaltsamen Beschützerinstinkt angeht. In Zusammenhang mit dem Ereignis vor 7 Jahren. Ne? Ja, Oswald, das geht. Großvater, Papa meinte, du wolltest mich sprechen. Oh, meine liebe Enkelin, das wollte ich tatsächlich. Ich hab's nur vergessen. Dein Vater war auf der Farm absolut nutzlos. Er ist jedes Mal von zu Hause weggerannt, wenn die Zeit für die Aussaat kam. Wir dürfen nicht nur an die Toten denken. Die lebenden Versorger müssen ernährt werden. Und diese Aufgabe fällt nur dir zu, Eva, weil du bist halt die Hauptheldin. Ich muss weg. Die Versorger brauchen mich beim Mottennest. Es ist jetzt für alle schwer. Womit haben wir das nur verdient? Schon gut, Großvater. Ich glaube, ich werde es schaffen. Als ich klein war, habe ich gern Kohl gepflückt. Lasse dir meine Feldbaubücher da. Damit kannst du dir schnell alles aneignen. Jetzt muss ich aber los. Die Motten, du weißt. Ich hoffe, wir sehen einander bald wieder. Ich hoffe, die Motten zerfressen dich. Räume den Schutt von der Baustelle. So, ja, jetzt. Und das ist eigentlich eine coole Sache.
Natürlich voll schlimm, das ganze Vaterschiff ist zerstört, aber es obliegt an uns, es wieder aufzubauen. Und das finde ich ganz nett. Wir räumen jetzt erst ein bisschen Schutt weg. Und wir müssen dann halt Ressourcen uns irgendwie aneignen, damit wir halt peu à peu wieder was aufbauen können. Ich finde es halt nur richtig bitter, wie Kane davon, du bist wahrscheinlich dieser Mid Planet Crash, wie der Kane davon gekommen ist. Es sind wirklich Leute gestorben und er sagt sich halt, sorry, der da war's. Entschuldige dich. Ich entschuldige mich. Ja, kommt nicht mehr vor. Das ist halt schon ein bisschen Panne, Mann. So, wir bauen einen Garten. Natürlich hilft uns unsere Motte, die jetzt auch irgendwie anders aussieht. Also zumindest habe ich beim Bauen gerade eine schwarz-rote Motte gesehen. So, jetzt können wir hier säen und zwar mischt. Wir haben mischt. Ah, okay. Aha, Kohlsamen ergibt gleich Kohl. Aussehen. So, und das braucht jetzt... Oh, da kommt unsere Motte her. Luma, ne? Luma, hast du es geschafft? Hast du Aaron gefunden? Du warst ja ewig weg. Ich bin so froh, dich zu sehen. In ihren Beinen hält Luma einen... Och, sie Drolling. Einen rechteckigen Gegenstand, an dem eine Notiz haftet. Eva, hier ist Aaron. Ich will nicht zu früh feiern, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, den Schwarm loszuwerden. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Flieg zur Miles-Insel. Es ist wichtig. In der Tafel, die Luna dir mitgebracht hat, findest du eine Karte, die dir beim Navigieren helfen wird. PS, kein Wort zu Vater. Danke, Luma. Ach, Aaron, das führst du im Schilde. Ja, Mann, ihr seid alle... Warum ist hier so viel Druck hinter? Ich habe noch nicht mal dazu, das hier zu erklären. Hier wächst jetzt Kohl. Fertig. Das dauert jetzt, hier oben seht ihr das, 7 Minuten 40 Sekunden. Und ja. Oh, hier haben wir noch einen Tank, hier ist in unserem Schiff. Und danach können wir den Kohl halt ernten, gut verkaufen eigentlich. Denn Lebensmittel sind sehr, 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 sehr teuer. Zum Einschalten des Tablets zurückgetappt. Ja, jetzt können wir unser Tab benutzen. Und deine Ausrüstungsstärke, deine Schiffsstärke. Ah, das ist neu. Vergleiche deine Stärke mit der Stärke der Insel, bevor du zu ihr hinfliegst. Wenn deine Stärke geringer als die deiner Gegner ist, erscheint über den Kopf ein Totenkopfsymbol. Solche Gegner sind schwer zu schlagen, wenn du nicht davor deine Stärke erhöhst. Aha, okay. Ja. Ist die Tankstelle. Also hier ist jetzt die Übersichtskarte und die ist. Okay, wir können. Ah. So können wir uns dann. So, wo sollen wir denn hin? Hier gibt es ganz viele Ausrufezeichen. Neue Anfrage. Neue Anfrage. Neue Anfrage. Keine Ahnung, was mit den Anfragen auf sich hat. Wo ist denn die Miles-Insel? Das sehen wir doch auch irgendwo, oder? Was ist die Miles-Insel? Unbekanntes Signal. Das ist cool, das lädt zum Erkunden ein. Unbekannte Signale. Aber welche Insel ist denn jetzt die Miles-Insel? War das die da? Nee, ne? Tagebuch. Zu Tordesheim Glück allein. Zur Tankstelle fliegen. Okay, dann fliegen wir halt erstmal zur Tankstelle. Hallihopp! Unser Schiff steht immer noch genau so da, wie wir es abgestellt haben. Werft. Gedrückt halten, öffne das Werftmenü. Steuer verlassen. Gedrückt halten, losfliegen. Ah, wir können von hier aus direkt in das Werftmenü. Wir können halt unser Schiff aufrüsten. Ne? Mit verschiedenen Kanonen und Segeln und so. Wir haben aber bestimmt noch keine Alternative. Nö, haben wir nicht. Können wir aber alles herstellen im Laufe der Zeit. Habe ich in meiner Demo schon ein bisschen gemacht. Und offensichtlich könnten wir jetzt auch... Wupp, was war das? Offensichtlich könnten wir jetzt auch schießen. Wir haben aber keine Munition. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir erst einmal zur Tankstelle sollen. Wahrscheinlich. Oh mein Gott! Bremsen! Weil wir bestimmt Munition kaufen sollen. Hey, Elsie, es geht! Botschaft, du siehst schrecklich aus. Eva, du hast doch gehört, was Kane über den Schwarm gesagt hat. Die letzte Nachricht aus dem Osten kam vor Ewigkeiten. Das bedeutet, Kommandant Eldrons Truppen können den Ansturm des Schwarms nicht standhalten. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde. Ich muss dafür sorgen, dass Papa in Sicherheit ist. Vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Elsie, immer mit der Ruhe. Tief durchatmen. Alles wird gut. Ich verstehe dich sehr gut. An deiner Stelle wäre ich schon längst mit Volldampf nach Hause unterwegs. Aber jetzt ist es zu gefährlich. Kane wird das Vaterschiff mit den nächsten Tagen genau beobachten. Warte, bis sich die Lage beruhigt hat. Oder bis Aaron zurückkommt. Glaubst du, dass er wirklich zurückkommt? Wir haben seit anderthalb Jahren nichts von ihm gehört. Er wird bald zurückkommen, vertrau mir. Ja, schön, wenn du so sicher bist, bleibe ich noch ein paar Tage. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Richard hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Richard, komm hierher.
um dir zu sagen, für den Fall, dass meine Tochter vorbeikommt, gib mir das. Ich habe es extra für dich aufbewahrt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, das Vaterschiff nicht ohne Waffe zu verlassen. Oh, was geht hier? Eine Pistole? Eine richtige Pistole? Und ein Sturmgewehr. Na klar. Waffen auswählen. Du kannst nur 3 Waffen auf einmal ausrüsten. Um eine davon zu wechseln, öffne das Ausrüstungsregisterkarte auf dein Tablet. Wähle den Waffenslot aus. Ja, das kenne ich schon. Also hier, Ausrüstung. Wir sehen, wir haben die beiden schon drin. Und wir können die auch, können die auswählen. So, zurück. Wir können die aber auch modifizieren, wenn wir Modifikatoren hätten. Die Pistole kann das nicht, aber alles andere, wie es aussieht. So, Schiffsmunition brauche ich. Kann ich dir helfen? Ich darf das kaufen. Schiffsmunition. Alter, 100-fach. 100 Schuss. Wir nehmen 1, 2 und hiervon nehmen wir 1, 2, 3, 4. Ah, schön. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wie viel man von dem ganzen Kram mitnimmt. Weil man will ja noch vielleicht ein bisschen Beute sammeln unterwegs. Ne? Aber das sieht sauber aus. Der Tank ist auch einigermaßen voll. Ne, jetzt sehe ich erst, wie ich hier rangehe. Der ist auch voll, alles klar. Miles-Insel. Haben wir das jetzt endlich mal auf der Karte? Das ist die Miles-Insel. Okay. Und ich glaube, das ist unsere Insel, weil Kane hat jetzt unsere Mutter als Mrs. Miles betitelt. Und, ich glaube, wir können... Moment. Feuer! Ach, wir können Gesteinsbrocken zerballern. Feuer! Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Kanonen nicht überhitzen. Was ist das? Nee, nicht so dicht! Das mit den Bremsen ist immer noch schwierig. Was habe ich denn da jetzt eingesackt? Was ist das? Da. Asteroidenkohle. Okay. Wird erstmal mitgenommen. Vielleicht können wir das noch irgendwie gebrauchen. Boom! Sehr gut. So, das ist halt ganz cool gemacht. Mit der linken Maustaste feuert man die linke Kanone ab, mit der rechten Maustaste halt die rechte. Das finde ich ganz cool. Damit kann man ein paar schöne Manöver machen. So, und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen, ohne das Schiff groß zu beschädigen. Oh, was haben wir denn da? Putz! Oh, da kann man fischen. Das ist auch gut. Fische bringen auch richtig viel Geld, wie alle Lebensmittel. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt einfach so kann. Ja, fischen. Das war so ein Minispiel. Oh Gott. Hat es geklappt? Offensichtlich hat es geklappt. Wo ist der Fisch? Ich habe Schiffsmunition geangelt. Ja gut, ich war sehr schlecht. Ich habe D und A verwechselt. Bin ich so der WASD-Spieler? Bin ja eigentlich eher der Controller-Spieler. Oh, da sind Feinde drauf. Aber egal, wir haben ja jetzt hier eine Knifte und er kommt hier auf unser Schiff nicht rauf. Okay, war, ist halt auch egal. Er hat den Freitod gewählt. Oh mein Gott, was geht hier ab? Leider down! Hier ist auch einer down. Ah ja, hier haben wir so einen Geschützturm. Die sind eigentlich ganz gut. Okay, der schießt nicht von alleine, der Geschützturm. Dann hätten wir jetzt... Hä? Lumas Hilfe? Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ich hab da jetzt Lumas Hilfe aktiviert und sie hat den Geschützturm, keine Ahnung, vielleicht zum Schiff zurückgebracht, ich weiß es nicht. Sie hat hier nur Holz. Das wird direkt geerntet. Seid Aaron, wir müssen noch ein bisschen, du musst noch ein bisschen warten. Oh, Sprengfass, auch gut. Wenn du Ressourcen in ein Lager ablegst, kannst du sie in einem beliebigen Lager wieder abholen. Oh, alles klar. Rein da. Hier können wir unsere Munition und Medipacks auffüllen. Ja, wir haben ein Medipack irgendwie am Start. Hier
Aber hier ist nicht. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Altmetall. Lumas Hilfe. Ehe sie bringt's direkt zum Schiff, denke ich mal. Diese Sache. So, was war hier? Tragen Pflanze. Kann die ganze Pflanze tragen? Lumas Hilfe. Die kann die ganze Pflanze tragen? Sind mit euch da unten, ey. Nahkämpfer, ne? Ist kacke hier. Habt ihr euch irgendwie schlecht überlegt, die Profession? Oh, die Reichweite reicht nicht aus. Hier sind keine Feinde mehr. Diese Insel wurde erfolgreich verteidigt. Wer war denn das? Gegen was haben wir da gekämpft? Puh. Ein Versorgerbanner aufgestellt. Keine Ahnung, wir haben sie einfach mal umgebracht. Sie blau. In der Demo sind das halt alles... Ah ja. Du erhöhst die Bevölkerung durch das Befreien von Inseln. Die Inselbevölkerung wird auf der Karte angezeigt. Mithilfe der Bevölkerung kannst du verschiedene Verbesserungen für Eva und ihr Schiff aktivieren. Verbesserungen werden im Waffenkammer und in der Schiffswerkstatt aktiviert. Also in der Demo wurde wenigstens gesagt, dass das hier alles Falken sind, die die Inseln belagern quasi. Keine Ahnung. Achso, bist du jetzt wozu? Hier. Und du. Was tun für dein Geld? Tragen Busch. Luma, hol den Busch und... Diese Motte, ey. Luma, hier ist noch ein Busch. So, gucken wir mal. Was soll ich mit dem Busch nehmen? Das Lager, das Holz nehmen wir mit. Und. Na, hopp, hopp. Einmal. So, haben wir schon ein paar Rohstoffe gelagert. Alles cool. Jetzt suchen wir nach Aaron. Wo ist Aaron? Hier ist nur eine Art Nachricht und eine Art Tagebuch. Schwester, wenn du dies liest, bist du an dem Ort, an dem du sein musst. Ich habe das Tagebuch unseres Vaters gefunden. Lies es. Okay. Tagebuch von Richard Miles. Also Richard, dem Versorger. Das ist alles meine Schuld. Warum habe ich diese Kreatur hergebracht? Andererseits, der Sturm hätte Aspia wahrscheinlich so oder so erreicht. Ich interessiere mich nicht für Gärten, Minen oder Sägewerke. Ich wollte immer schon Neues entdecken. Ich kann nicht aufhören, über den ewigen Sturm nachzudenken. Ich muss dorthin zurück. Wir müssen dorthin zurück. Aaron, Eva, Lauren, wir werden alle gemeinsam dorthin aufbrechen. Und ich werde eine Möglichkeit finden, den Sturm umzukehren. Oder wir sterben bei dem Versuch. Dann wird man sich wenigstens als Held an mich erinnern und nicht als denjenigen, der alles zunichte gemacht hat. Ich höre Schritte. Jemand kommt ins Haus. Aaron? Crash. Hallo, kleines Fräulein. Hast du... Was hat Kane gesagt? Du sollst zu Hause bleiben und nirgendwo hingehen. Hast du gedacht, Crash merkt nichts, dass Crash dir nicht auf die Fersen, auf den Fersen ist? Na los, ab mit dir auf das Schiff. Kehre zum Vaterschiff zurück. Ja, machen wir. Lass mich nur kurz hier mal ran. Und, Snack, Snack, Snack. Ja, gut, hilft nichts. In einem überfüllten Lagerraum kann Luma nichts ablegen. Halt neben einer Kiste C gerückt, damit Luma sie zum Laderaum deines Schiffs bringt. Ja, haben wir schon so herausgefunden. Ja, gut, fliegen wir halt zurück. Komm schon. Ah, das hat vorne gekratzt. Habt ihr gesehen, da sind Schadenszahlen kurz aufgetaucht. Was uns gezeigt hat, dass unser Schiff gerade ein bisschen Damage bekommt. Alter, was? Dir? Größenwahnsinnig, oder was? Ich mach dich alle! Boom! Boah, elegant ausgewichen, nicht wahr? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt hier auf freiem Himmel quasi noch schon angegriffen werden, wenn die Falken uns doch eigentlich noch beschützen. Also, zumindest haben sie das gesagt. Oh, Sneak, guck mal da.
Da ist ein Schiff, wo einfach so ein Reparaturkit drauf liegt. Ernten, Reparaturset. Kann ich aber nicht. Doch, kann ich da reinpacken. Dann reparieren wir hier direkt einmal. Ist ja witzig. So, und weiter geht's. Muss ich mal gucken. Manchmal schieße ich die falsche Kanone ab, wenn ich in die andere Richtung fahre. Weil wenn ich nach oben fahre, ist mit links klicken die linke Kanone. Aber die linke Kanone ist, wenn ich nach unten fliege, ja die rechte Kanone. Und, oh, was ist denn jetzt los? Das war gerade eine automatische Einparkhilfe irgendwie. Ja. Achso, wollen wir mal gucken hier wegen Lager und so. Im Lager sind Büsche. Den Geschützturm tun wir auch rein. Das Altmetall, Pflanze, Steinholz, Holz. Und ich tue auch einmal ein Reparaturset da rein, damit wir eins auf Lager haben. So. Den Geschützturm, den ich jetzt hier gemobst habe, den tun wir hier irgendwo hin. Damit er uns auch verteidigen kann. Wenn er mal arbeitet. So, Elsie. Eva, ich brauche deine Hilfe. Onkel Richard hat mich gebeten, eine Waffenkammer zu bauen. Aber alleine schaffe ich es nicht. Eine Waffenkammer. Unsere Vorräte sind schon lange zur Neige gegangen. Wenn wir uns gegen den Schwarm verteidigen wollen, brauchen wir Waffen. Sammle ein Stein, ein Holz, ein Altmetall. Haben wir alles. Baue eine Waffenkammer. Ich will hier in der Mitte, möchte ich alles voll haben mit Gärten und so Kram. Oh, der Kohl ist reif. Ernten wir mal den Kohl. Haha. Und können wir neuen Kohl säen? Nee. Und da hat es beim letzten Mal auch aufgehört. Hätte halt keine Samen mehr. Ne? Gut, aber hier. Komm her. Muss hier rein. So, dann schauen wir mal. Wo bauen wir denn einen Waffenkammer hin? Hier hinten fand ich das ganz nett. Sammeln wir mal den Schutt. Alles ein bisschen wegräumen. Haben wir gleich beides hier. Und dann bauen wir hier auf einen von den beiden die Waffenkammer hin. Und gucken wir mal. Bauen wir mal hier oben die Waffenkammer hin. Waffenkammer. Haben alles da. Zum Glück gerade alles bekommen. Alles mitgenommen. Da haben wir jetzt. Oh, da bauen wir jetzt einen Waffenkammer. Scheint eigentlich so eine Bauarbeitermotte zu sein, die rot-schwarze. Was können wir jetzt tun? Herstellen. Stärke. Die Stärke der Ausrüstung und des Schiffs sind wichtige Indikatoren der Stärke eines Spielers. Die Gesamtstärke der Ausrüstung kann durch Panzerung, Tasche, Stiefel, Waffen, Waffenmods, Artefakte und Granaten erhöht werden. Granaten! Die Gesamtstärke der Ausrüstung entspricht dem Durchschnitt dieser Gegenstände und wird ganz oben im Tablet angezeigt. Ah, und hier kann man jetzt quasi neue Rüstung herstellen, wenn man den Kram hätte. Schrotflinte! Braucht man 100 Kapseln und Holz. Scharfschützengewehr. Oh, Eisenbahn. Echt, brauchst du eine Schrotflinte. Sehr gut, das ist bestimmt doch genauso arrangiert. Waffenmods. Da können wir uns alles nicht leisten, aber hier Scharfschützengewehr, Spezialvisier, Gewehr, Spezialmagazin. Ah, sehr gut, Ausrüstung. Leichte Rüstung, leichte Stiefel. Oh, das ist sehr gut. Verbesserung. Taschenlampe. Ah, dafür braucht man Leute. Die Bevölkerung, ne? Wir brauchen 5 und haben 10. Rückenstiche. Du kannst Gegnern großen Schaden zufügen, indem du einen Haken in ihre Rücken rammst. Das nehme ich. Huch. Eine blaue Motte. Schwester, flieg schnell zur Großwasserinsel. Die Situation mit den Falken wird immer schlimmer. Ich glaube, sie haben mein Versteck gefunden. Mist, Aaron scheint es schlecht zu gehen. Ich muss schnellstens hinfliegen und ihm helfen. Verbesserung des Spielers findest du in der Waffenkammer-Terminal. Haben wir doch gerade gemacht. Wenn du eine Verbesserung aktivierst, setzt du eine Bevölkerung ein. Wenn du Verbesserung deaktivierst, ist die eingesetzte Bevölkerung wieder ungenutzt und kein anderer. Ah! Damit du mehr Bevölkerung hältst, säubere Insel, indem du alle Gegner auf ihren vernichtest. Okay, das heißt, Rückenstiche. Ich habe jetzt überlegt, ob das so ein Maximalwert ist und wenn ich Bevölkerung 10 habe, kann ich alle Erweiterungen mir holen, die bis Bevölkerung 10 gehen, aber nein, ich habe jetzt wahrscheinlich Bevölkerung 0 und kann mir die Taschenlampe jetzt nicht mehr holen, weil einfach. Ja, genau, ich jetzt nur von 5 habe. Luma-Energie. Was immer das bedeuten soll. Hakenschaden. Oh ja, ist alles nicht so wichtig. Das finde ich gerade interessanter, aber da brauchen wir Baumwolle und Flachs zu. Und das hier.
Bevölkerungsverlust. Befreite Inseln können angegriffen werden. Wenn du sie nicht verteidigen kannst, sinkt dein Bevölkerungswert. Und wenn die demobilisierte Bevölkerung nicht ausreicht, wird ein Teil deiner Verbesserung deaktiviert. Ah, okay. Not to know. Ja, cool. So, das war jetzt quasi so das Tutorial. Ich glaube, langsam geht's richtig los. Mit E kannst du ein beliebiges Bett benutzen, um 8 Stunden zu überspringen und Lumas Energie sowohl deine Gesundheit wiederherzustellen. Was Lumas Energie ist, weiß ich jetzt noch nicht. Da bin ich ein bisschen irritiert. Das wird auch noch nicht so wirklich angezeigt. Aber schauen wir mal. Ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich finde das erstmal so großartig. Die Story wird ein bisschen besser erzählt, auch wenn die Reihenfolge der Ereignisse ein bisschen hektisch ist, finde ich. Also ich hätte von dem Zeitpunkt ihr 11. Geburtstag und die Falken bombardieren uns alle ein bisschen mehr Events noch reingepackt, aber das soll uns jetzt nicht stören, weil eigentlich will ich mich mit der Vorgeschichte gar nicht so lange aufhalten, sondern rein ins Abenteuer. No. Das Gameplay finde ich immer noch großartig. Ich hoffe, die haben das noch ein bisschen verfeinert. Ich finde, die Welt sieht noch besser aus als in der Demo. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hatte jetzt Sorge, dass durch den Angriff die Falken alles zerstört haben und wir jetzt nur noch Himmel und Trümmer haben. Aber das wird sich zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, so wie ich beim Spielen. Freue mich auf den nächsten Part, glaube ich auch. Und sage bis dann. Euer Modo. Macht's gut.